Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier wieder den kleinen Anhänger drin. Wobei ich glaube, den hatten wir sogar in der letzten Folge noch dran gemacht, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Und ja, der gefällt mir einfach besser, ne? Wir fahren jetzt mal mit dem weiter, würde ich sagen. Wir müssen hier noch jede Menge massiges Zeug abliefern, deswegen hauen wir mal hier direkt rein und schauen mal, dass wir hier auch pünktlich irgendwann mal ankommen heute. Mal sehen, wie weit wir kommen, was wir alles geliefert bekommen. Wir haben jetzt noch, warte mal, wie war das? Genau. Wir haben eins von vier Betonplatten am Start, zwei haben wir hier drauf. Heißt, einem einen Lagerhaus, was ja mehr oder weniger in der Nähe war. Moment mal. Haben wir noch eine Betonplatte, die holen wir dann noch. Dann hätten wir das. Ich hoffe mal, dass wir das alles in der Folge hier schaffen werden. Kraftstoff müssen wir auch noch besorgen. Gut, haben wir am Bahnhof. Ich glaube, da ist der gesamte Kraftstoff am Start. Und irgendwie. Ah hier, ich wollte gerade sagen, irgendwie fehlt mir gerade hier meine Route. Ah nein, Vorsicht. Und wieder vorwärts. Sehr schön. Ja, schauen wir mal, ne? Ziegel müssen wir auch noch besorgen. Die Unterkünfte müssen wir noch besorgen. Wobei, da hattest du mir, Frank, geschrieben, die soll ich bei den anderen abholen. Ich gehe mal davon aus, auf der anderen Map, dass ich die da holen soll. Ja, müssen wir noch mal schauen. Würden ja dann beide auch hier auf den LKW oder beziehungsweise auf den Anhänger hier drauf passen. Ich weiß gar nicht, warum hatte ich eigentlich hier angemarkert? Oder war das einfach nur, weil das genommen hat? Ich glaube, weil das nur genommen hat. Oder? Warte mal, kann ich noch irgendwas mitnehmen? Halt, stopp. Moment. Ich glaube, wollte ich nicht hier. Moment, irgendwas wollte ich hier noch mitgenommen haben. Da war was. Genau, warte mal. Frachtverwaltung. Was kriegen wir denn hier? Holzplanken haben wir keine mehr. Metallrohre haben wir auch schon alle weg. Kleine Rohre, Kraftstoff. Zement. Die brauchen wir nicht. Stahlträger können wir nicht. Dann war das Kraftstoff. Dann wollte ich hier, glaube ich, noch einmal Kraftstoff mitschleppen. Zack. So, dann haben wir den Anhänger voll. Genau. Ich glaube, so war das. So war der Plan. Ja, alles klar. Auf geht's. Noch einmal oder schon einmal Kraftstoff, dann brauchen wir nämlich nur. Ja, genau, richtig, stimmt. Weil dann kann ich die fünf. Ich habe ja hier nur fünf Plätze, dann kann ich die fünf nämlich am Bahnhof holen. Genau, so war das geplant, richtig. Ich erinnere mich. Ja, sehr schön. Dann schauen wir doch mal, dass wir da jetzt hier irgendwo mal pünktlich und zügig ankommen. Bei dem Haufen Fahrerei, den wir hier haben, schon recht anstrengend. Naja, gut, was soll man machen, ne? Na, kämpf dich mal hier durch, bitte. Dankeschön. Und Anhänger, bitte hinten nicht umfallen. Wäre ich sehr verbunden, wäre ganz nice. Wenn ich das mal so ein bisschen im Auge hätte. So, ich hoffe, dass jetzt das hier auch mit meinem Controller klappt. Ich habe jetzt noch mal einen älteren Controller gefunden. Da habe ich halt. Der ist soweit in Ordnung. Da habe ich nur das Problem, dass die Ladebuchse hinüber ist. So, jetzt habe ich gerade ein Ladekabel dran. Ich hoffe mal nicht, dass das im Hintergrund brummt. Es wäre schlecht. Wenn doch, dann sorry dafür. Aber der muss geladen werden. Ich habe jetzt gerade eine Position gefunden, wo der endlich lädt. Muss mal gucken, kann man. Weiß das einer von euch? Kann man diese Ladebuchse irgendwie reparieren, austauschen oder wie auch immer? Wäre mal gut zu wissen. Weil der Controller an sich ist noch in Ordnung. Das ist einer von vier, der noch echt in Ordnung ist, wo nur die Ladebuchse hinüber ist.
Das wäre nämlich der Hit. Ich habe nämlich jetzt einen neuen Controller gekauft. Ey, ihr glaubt es nicht, ne? Controller. Ich meine, ihr werdet es ja wahrscheinlich auch nochmal im Stream sehen heute. Ihr glaubt es nicht. PS4-Controller sind voraussichtlich lieferbar Ende Februar. Deutschlandweit abverkauft. Alter, was geht denn ab, bitte? Jetzt habe ich so ein... wie heißt das? Nacon Imitation. Also der hat eine offizielle Lizenz. Aber der ist halt nur kabelgebunden. So, jetzt habe ich ein 3, da ist ein 3 Meter Kabel dran. Das geht ja noch. Das ist ja okay, aber trotzdem. Das ist ein kabelgebundener Controller. What the F. So, ich hätte den auch... Gut, er hat nur 40 Euro gekostet. Nur. Ich hätte auch ein Wireless nehmen können. Allerdings wäre der auf einem Xbox Layout. Sprich, du hast das Steuerkreuz da, wo der linke Stick ist. Und den linken Stick da, wo das Steuerkreuz ist. Und der rechte Stick ist mir normal. Alter Schwede, komme ich ja gar nicht drauf klar, ne? Warum macht man sowas? Xbox ist Xbox und PS4 ist PS4. Lass den PS4-Controller so, wie er ist. Junge, 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 ey, da könnte ich weinen. Naja, ich bin mal gespannt, wie das Ding funktioniert. Ich hoffe mal, das geht ganz gut klar. Auch die Trigger und so, die sind natürlich komplett vom Gefühl her anders. Aber ich brauchte ja einen Controller. Das ging ja mit dem anderen geht gar nicht mehr klar irgendwie. Ja, da wäre ich wahnsinnig. So, jetzt kann ich schon nicht mal meine wie nennen sich die Dinger, diese geriffelten Überstülpis, die man so hier über die Sticks ziehen kann als Schutz, beziehungsweise ja, ist ja mehr oder weniger so ein Abnutzungsschutz, die kann ich noch nicht mal mehr verwenden, weil die Sticks bei dem anderen Controller klein, also vom Durchmesser kleiner sind. Danke, ist ja auch eine Krise. Aber gut, was willst du machen? Ist egal. Hauptsache, ich habe jetzt erstmal was Funktionierendes. Und wenn der Controller, den ich jetzt hier dran habe, weiterhin vernünftig lädt, dann bin ich erstmal wieder vorübergehend gerüstet. Dann geht's ja. Absolut Katastrophe. Naja, egal. So, jetzt hier wieder durch... Ah, ne, wir sind ja schon im Lasten, ne? Hier wieder durch den Mock durch. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwo... Bin jetzt vorgefahren. Hä, wird's voll? Ach, schon wieder so ein Kackbaum oder was? Im Ernst? Fahr doch einfach mal da drüber, dankeschön. Das ist ein riesen LKW, kann ich über den Baum fahren. Ja, moin. So, auf geht's. Auf geht's mit Gebrüll durch das Wasser, wie ich will. Nervig diese Aufgabe, weil die so lange dauert, ey. Boah, übel, ey. Richtig krass. Die dauert echt mega krass lang. Naja gut, was willst du machen? Aber... Was hatten wir schon? Metallrollen haben wir schon abgeliefert. Ne? Eine Betonplatte haben wir schon abgeliefert. Dreimal Ziegel haben wir schon abgeliefert. Naja, so langsam läuft. Bei den Ziegeln bin ich auch noch gespannt, ne? Wo ich die holen soll. Gucken wir mal. Das Blöde ist ja auch... Wow. Das Blöde ist ja wirklich dieser lange Anhänger, den ich ja beim letzten Mal dran hatte noch, ne? Ey, wenn der nicht so mega lang wäre und sich ein bisschen bescheidener fahren lassen würde, wäre es ja okay. Dann hätten wir, was waren da drauf? Sechs oder acht Plätze? Ne, sechs, glaube ich, ne? Wäre schon nicht schlecht. Aber der lässt sich halt so bescheiden fahren, ne? Da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. Kommt schon keine Kurve mit richtig. Welchen ich mir noch vorstellen könnte, wäre dieser, ist das nicht dieser Super Heavy, der so relativ flach, aber mega breit ist?
Oh, macht halt auch keinen Sinn, ne? Hat er ja. Ich glaube auch nur 5 Plätze hat der. Deswegen, naja gut, was willst du machen? Dann lohnt sich der halt auch nicht, ne? Dann können wir mit dem hier weiter rumeiern. Passt schon irgendwie. Boah, es ist so schön, ne? Dass ich hier nach links und nach rechts gucken kann, ohne dass der sich sonst wohin verschiebt, der Controller. Also die Sicht. Das kann was. Das ist wieder ein richtig herrliches Gefühl. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Controller fühlt sich auch irgendwie neu an. Obwohl der gar nicht neu ist. Und der, wo ich jetzt beim letzten Mal oder die letzten Male halt immer so die Probleme habe, der ist recht neu. Der ist noch. Wie alt ist der? Dreiviertel Jahr? Oder so? Den hab ich richtig schnell runtergerockt. Ey. Ja. Ist halt so. Kannst du machen, nichts, musst du gucken zu. Aber es ist schon heftig, ne, dass es keine Original PS4 Controller aktuell zu kaufen gibt. Ich habe mich schon gewundert. Ich hatte nämlich beim hiesigen Online-Dienst, ne, mit A, also was ähnlich heißt wie ein Fluss, hatte ich nämlich mal geschaut, ob man den da eventuell ein bisschen was günstiger kriegt. Und es gab gar nichts. Da habe ich mir schon gedacht, so, hä, kann das denn sein? Und dann bin ich dann heute zu meinem Elektrofachhandel meines Vertrauens gefahren, mit dem großen M. Oder mit den zwei großen M's. Und sage ich, wie sieht's aus? Ja, sagt er, ja, vor Ende Februar bestimmt nicht. Ja, moin. Ja, und dann habe ich dann geguckt und Nacon, oder wie diese Firma da jetzt hier heißt, die hatte ich nämlich gestern auch bei dem Händler namens mit Flussnamen gefunden. Konnte aber damit nichts anfangen. Ja, und jetzt hatten die halt auch da. Und, ja gut, kam jetzt 39,99. Sagt er, ist halt, was man nicht dabei hat, ist diese Lichtleiste. Oder die PS4-Controller haben ja im Touchpad diese Lichtleiste und hinten dran diese Lichtleiste. Wo ich mir gedacht habe, ja, scheiß drauf, ne? Juckt mich ja nicht, ob der da leuchtet oder nicht. Guck ich ja eh nicht drauf. Unten, diesen Lautsprecherausgang hat er auch nicht. Wow, super. Braucht auch kein Mensch. So Quatsch. Ja, und dann halt für den Preis. Und halt kabelgebunden ist halt der Nachteil, ne? Aber gut, egal. Wir haben einen. Kann passieren, was will. Ich habe zumindest einen. Kabelgebunden hat den einzigen Vorteil, dass ich halt nicht damit durch meine Bude rennen kann. Und dass der mir dann ständig irgendwo runterfällt. Das ist ein sehr großer Vorteil. Und ich muss das Ding nicht ständig laden. Das ist auch ein großer Vorteil eigentlich. Naja, egal. Hier noch über Controller schwadroniert. Wir fahren hier zur Goldmine. Immer weiter zur Goldmine. Mit dem Screenshot. Dankeschön. Wo ich jetzt mit Sicherheit dieses blöde Kabel drin habe. Danke. Für nix. So. Ich weiß, es gibt den Fotomodus, aber hey, dann müsste ich jedes Mal in diesen Fotomodus rein. Das geht auch so. Ging 190 Folgen lang so, also wird das jetzt auch nochmal 190 Folgen lang so gehen. Sehen wir uns dann nochmal 190 Folgen? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich werde allein schon 90 Folgen nur für diesen Auftrag hier verwenden, wahrscheinlich. Das ist aber auch hier ein Mordsweg hier jedes Mal, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ich meine, ist ja jetzt nicht mal eben um die Ecke.
Und wenn man safe fahren will, immer hier schön quer über die Map. Ja, moin. Läuft, läuft. Aber egal, wir sind ja schon fast da. Aber auch wirklich nur fast. Jetzt musste ich doch mal gerade kurz schauen, ob ich mein Mikrofon überhaupt entmutet habe. Das wäre es jetzt gewesen. Die ganze Zeit geschwafelt und spadroniert hier. Und das Mikrofon wäre noch gestimmt gewesen. Hätte ich wieder gar nicht gefeiert. Sorry für den kleinen Cut, aber das Telefongebimmel musste ich eben rausschneiden. Das ging ja jetzt gerade gar nicht. Das kommt doch, wenn man dann vergisst. Das Mobile Phone auf lautlos zu stellen. Naja gut, passiert. Alter, wie der Himmel da oben aussieht, krass. Voll bunt, was ist denn da los? Ah, und Hustenattacken muss man auch mal rausschneiden. Oh. Alles klar. So, wir kommen immer näher. Wir sind gleich am Start. Alter, wie der Himmel da aussieht. Was ist denn da los? War das schon immer so? Voll Galaxie da oben. Wo bin ich hier bei Spiel des Wissens? Zack. Spiel des Wissens. Vor kurzem mal wieder gespielt. Ich hasse Märchen und Geschichten. Erster Planet Mars. Ich komme nie drüber. Ich brauche mal einen halben Tag dafür. So, zack, jawohl, und bitteschön, bitteschön und bitteschön. Juhu! So, dann würde ich sagen, holen wir jetzt hier unten noch die eine Betonplatte, dann haben wir die auch schon mal weg. Warte mal, wo waren das jetzt hier? Genau, da. Halt, stopp. Nein, ah, lauf damit. So, da wieder lang, hier wieder lang. Hier wieder lang, dann wieder, genau, da lang. Ey, das ist nicht, wenn das nicht so weit wäre, ne? Wenn man hier wenigstens so mal eben schnell runterfahren könnte. Können wir nicht. So, darum, darum. Mal hier und dann sind wir auch schon dort. Da hier noch eine Betonplatte. Und schauen wir mal, vielleicht finden wir da noch irgendwas anderes, was wir da mitnehmen können. Wäre geil. Wäre richtig schön. Ich weiß nämlich jetzt gerade gar nicht mehr, was wir da noch alles am Start hatten. Aber wenn wir noch irgendwas mitnehmen könnten, wäre nicht schlecht. Vielleicht Ziegel oder irgendwie so ein Kram. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist der Weg jetzt ja im Verhältnis dazu relativ kurz. Das finde ich gut. Aber diese ganzen gelben Zeichen hier, ne, machen einen wahnsinnig irgendwie auf Dauer. Aber gut, was willst du machen? Guck mal, hier runter. Hier runter und wir wären fast da, ne? Der nächste Fuhre zur Joldmine. Also, warte mal, vielleicht können wir hier an diesem Schild hier mal einen nice Screenshot machen. Ah, toll, Sonne blendet natürlich wieder. Ja, einfach mal so, zack. Mal gucken, was man daraus machen kann.
Wir schauen einfach mal. So, hier ist irgendwas Metal, irgendwas. Heavy Metal. Aber dieser Felsen hier, ne, der ist auch so tückisch. Ich sehe mich dann dem Ding auch irgendwann schon mal an der Seite liegen. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann könnte es passieren. Ich hoffe ja nicht. Wenn ich keine Schreikrämpfe kriegen will, auf jeden Fall nicht. So, jetzt einmal hier runter, dann sind wir auch schon da. Perfekt. Dann hätten wir den Laden hier auch schon mal erledigt. Dip, 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 dip. Was eine Zerrerei hier. Der Wahnsinn. Ach so. Genau, warte mal. Ich wollte mal geguckt haben. 68.000. Ich muss auch noch mal hingehen. Und zwar die ganzen anderen LKWs mal, ja, die ganzen Anbauteile und sowas da abmontieren, die ich ja eh nicht fahre. Da mal ein bisschen wieder Geld reinkommen, damit wir uns nochmal irgendeinen LKW kaufen können. Weil das waren ja nicht mehr viele, ne, die uns da gefehlt haben. Aber Geld kostet der ganze Krempel halt noch. Dann hätte ich zumindest schon mal eine Trophäe von denen. Naja, schauen wir mal. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch kriegen. Also die Metall, die Betonplatte auf jeden Fall. Die sollte es hier safe noch geben. So, nee, ich will. Beteuerung will ich auch nicht. Betonplatte, genau. Die brauchen wir. Eine haben wir noch übrig. Sehr gut. Zack. Stahlträger brauchen wir nicht. Verbrauchsgüter. Oh, echt jetzt? Jetzt war ich nur wegen dieser einen Betonplatte. Ist ja irgendwie blöd. Warte mal. Haben wir hier irgendwas in der Nähe, was wir mitnehmen können? Nicht wirklich, ne? Hier zu den Steinrahmen ist auch voll Übertortur. Dann müsste ich wahrscheinlich, komme ich hier hoch, aber müsste dann einmal hier rumfahren. Müsste einmal hier hochfahren, weil das ist da besser. Ne, es lohnt sich mal gar nicht. Schade. Unterkunft Baustelle. Wallstahlfabrik, Anhängershop, Holzrahmen. Ey, hier, ne? Steinrahmen ohne Ende. Obwohl, warte mal, kommen wir? Boah, wie war denn der Weg? Der Weg war, glaube ich. Der war fahrbar, ne? Wisst ihr was? Ich habe jetzt keinen Bock, nur wegen diesen, sag mal schnell, wegen diesen, wegen dieser Betonplatte da lang zu fahren. Fahren mal hier rum. Nehmen hier die Steine mit. Kam hier drunter durch? Ich will es hoffen. Dann will ich nämlich darüber fahren. Und. Na ja, gut, dann müssten wir hier rum. Warte mal, gibt es hier nicht noch irgendwo welche? Da geht es noch Steinrahmen. Wenn wir dann nämlich hier unten lang fahren, da lang,
da lang, uns dann hier hochquälen, wie blöde. Hier die Steinrahmen mitnehmen. So, einmal nach da. Und dann hier lang fahren, was wahrscheinlich voll eine mega dämliche Idee ist, aber hey. Auf jeden Fall. Wäre doch nicht verkehrt, oder? Ah, ja, moin. Mal Licht an hier, sehe ich vielleicht auch was. Achso, halt. Also wahrscheinlich eine super dämliche Idee, aber super dämliche Ideen ist ja eigentlich voll mein Ding, ne? So mehr oder weniger. Schauen wir mal. Dann hätten wir da nämlich nochmal dreimal Ziel. Nochmal dreimal. Also dreimal Ziegel noch am Start. Wäre ja nicht schlecht. Oh Gott. Wenn ich das hier schon sehe, war das echt eine mega beschissene Idee. Moment, fahre ich jetzt überhaupt richtig? Nö, komplett gar nicht. Weil wer hätte das kommen sehen? Hä, wo bin ich denn jetzt? Was tue ich hier? Man weiß es nicht. Wieso habe ich mir denn den Weg da lang gemacht? Okay, das war jetzt völlig lost, ne? Hä, wieso geht der Weg denn jetzt da lang? Was habe ich denn hier gemacht? Ich wollte einfach nur hier runter. Warte mal, wie stehe ich denn jetzt? So, also fahren wir geradeaus. Ja, passt. Einfach geradeaus. Hier runter zum Weg. Dann kommen wir schon dahin. Na, so viel zum Thema selten dämliche Ideen, ne? Dann kann ich auch die Steinrahmen, die da vorne sind, also die ich vorher mir angeguckt habe, noch einsammeln. Das geht ja auch klar. Dann kann ich ja da rumfahren. Das müsste doch passen. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier schon mal auf dem Weg. Und jetzt muss ich hier vor der Brücke wieder rechts abbiegen. An der nächsten Möglichkeit bitte rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Bitte wenden. Ihr kennt's alle, ne? Nervige Navis, die hier schon Keks gehen. Vor allem, wenn die dir sagen, hier rechts abbiegen oder hier links abbiegen oder wie auch immer. Und da ist die Straße gesperrt oder da gibt's gar keine Straße, ist noch besser. Wo du dann denkst, ja, moin, danke. Und dann fährst du weiter und jedes Mal bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden, weil das Teil einfach nicht rafft, dass du da nicht durchfahren kannst. Könnte ich jedes Mal ausrasten. Also im tragbaren Ding, also im tragbaren Navi, zum Beispiel von dem Doppelnamen, der mit T anfängt, da kannst du ja wirklich so drücken, Alternativroute. Kann ich bei meinem Navi aber irgendwie nicht. Und es ist halt ein fest installiertes. Und das regt mich ein bisschen auf, wo ich mir denke, alter Schwede, ich will eine Alternativroute, ich will ja gar nicht lang oder ich kann da nicht lang. Horror! So, warte mal. Jetzt müssten wir doch hier sein, ne? Warte mal, wo bin ich? Da, genau. Jetzt fahren wir einmal hier rum. Fahren da rauf, holen uns die Steine da ab. Und sind dann hoffentlich glücklich. Okay, wenn ich mir das hier angucke, werden wir nicht glücklich.
waren wir halt schon wieder stockfertig. Na egal, wir brauchen Steine. Oder vielmehr Ziegel. Ah, sorry, wieder kleiner Cut. Ich musste mal niesen. So, wir schleppen uns hier rauf. Aber warte mal, das sind ja auch... Ne, halt. Ich krieg hier mal zweimal Steine, ne? Dann kann ich auch nur zwei Dinger... Stimmt. Das war ja ein Rechenfehler gerade von mir. Stimmt, da war ja... Ah, ne, warte mal, ich kann ja nur ein... Ne, drei kann ich ja nur maximal mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Ich habe ja nur noch drei Plätze frei. Ah, ich bin ja komplett verrechnet. Halt, stopp. Okay, Zwiebel... Zwiebel. 1, 2, so, Moment, warte mal, jetzt. Das lohnt sich ja dann doch wiederum gar nicht, ne? Aber hier geht ein. Warte mal, hier geht ein Weg hoch. Ey, geht da jetzt ein Weg hoch? Oh, das wäre geil. Moment, fahren wir mal. Ey, das wäre ja anders geil. Wenn ich dann doch jetzt da oben ankomme. Einmal wäre das eine gute Abkürzung. Und zum anderen wäre es eine richtig gute Abkürzung. Ey, geil, das geht doch hier lang. Moment. Ja, das geht. Oh geil, den Weg habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ey, wie nice ist das denn? Ey, ja, noch geiler. Ich sag nochmal, direkt an dem Schild. Ja, gut zu wissen. Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Das sah nie nach einem Weg aus. Ey, geil. Ey, das ist ja noch geiler. Ja, nice. Das gefällt mir. Dann sind wir ja sogar noch einen Ticken schneller jetzt. Dann fahren wir nämlich an der Goldmine jetzt geradeaus und fahren direkt hinten rum an die Steine ran. Also an die Ziegel. Ja, läuft. In den Weg da habe ich echt... Also auf der Karte kann man... Finde ich, das kann man sowieso mega schlecht sehen irgendwie. Gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber ich bin ja jetzt schon mehrmals daran vorbeigefahren. Also mir ist das noch nie aufgefallen, dass der, dass das wirklich ein Weg ist, wo man langfahren kann. Es sah eher aus wie, tu das nicht. Ja, coole Sache. Dich gefällt mir. Ja, geil. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Nice. Ah, dieses andere nice, so, warte mal. Was ich mal gerade machen muss. Einfach weil ich kann. Und hier dann doch nochmal. Ach, das ist immer so dunkel, ne? Wisst ihr was? Ich stell das mal auf 13 Uhr. Weil. So, zack. Kann man nämlich nochmal einen ordentlichen Screenshot hier machen, ne? Ich muss ja jetzt an für, sag mal schnell, für den Screenshot, für den Thumbnail. So, zack, Betonplatte, jawohl, die haben wir auch am Start, die haben wir am Start. Dann brauchen wir nur noch 5-mal Ziegel, 5-mal, wieso sind die Betonplatten denn da nicht weg? Achso, okay, 5 und 5, ja geil. Ja, das läuft doch viel geiler, als ich dachte. Das läuft doch wohl mal wirklich viel, viel geiler, als ich dachte. Warte mal, machen wir ganz den Weg hier weg. Weg. So, zack. Dann fahren wir nämlich direkt hier lang. Zack, zack. So, warte mal. Ah, das Blöde ist, wir müssen trotzdem bis da hinten hin, ne? Wir müssen echt bis da hinten hin. Alles egal. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich sonst irgendwo noch Ziegel kriegen würde jetzt. Und dann hier runter.
Ist natürlich auch wieder so die Todesfalle AF ist. Da lang, da lang. Dann hier noch Steinchen holen. Dann. Wo geht der Weg lang? Hier. Oder? Ja. Da. Dann. Keine Ahnung, ich glaube hier. Dann muss ich mich hier durchprügeln. Und dahin. Oder. Das weiß ich aber noch nicht. Das sehe ich aber dann, wenn ich hier bin. Ob ich hier vielleicht irgendwie direkt rüber komme. Und zwar genau hier. Wäre geil. Dann bräuchte ich nicht bis da hinten hinfahren, sondern könnten die hier drüben holen. Wäre auch nicht schlecht. Klingt nach Plan, oder? Klingt nach einem Plan, aber ich würde sagen, den Plan verfolgen wir erst in der nächsten Folge. Machen wir hier den Motor aus. Oh, ne, halt. Ja, genau. Den Plan verfolgen wir in der nächsten Folge. Wir haben aber dann doch ein bisschen was geschafft. Vor allen Dingen habe ich den Weg da jetzt gefunden. Finde ich mega nice. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel über Controller schwadroniert, geschwafelt oder wie auch immer. Und ja, Rest sehen wir dann, wenn es dann in der nächsten Folge weitergeht. Wir hier weiter shoppen gehen und alles zur Goldmine bringen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sagt mal, bis demnächst. Ciao, ciao.